So, hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Tja, was soll man sagen? Ich habe noch ein Päckchen bekommen vom lieben Micha von Wie es wohl schmeckt. Der liebe Micha hat mir dieses Päckchen geschickt, was übrigens unfassbar leicht ist. Wenn man schüttelt, hört man gar nichts. Also man meint, er hätte eigentlich nur den Karton genommen und einen Klebestreifen drüber gemacht. Und gut, da ist nichts drin. Aber er hat ein Hobby, eines von vielen Hobbys, und das heißt 3D-Drucker. Das heißt, ich habe überhaupt keine Ahnung, was da drin sein könnte, aber er meinte, er hätte was ausgedruckt. Also wahrscheinlich ist es eine Figur aus dem 3D-Drucker, was ich extrem interessant finde, denn ich hatte noch nie, definitiv noch nie eine Figur aus dem 3D-Drucker in der Hand. Ersatzteile von einem 3D-Drucker, ja, aber eine Figur noch nie. Und das ist also unfassbar leicht. So, jetzt müssen wir noch was dazu sagen. Er hat mir eine Nachricht geschickt, wo er meinte, oh, es ist leider nicht so geworden, wie ich es mir gerne für dich gewünscht hätte. Ja, ob das jetzt auf die Drucke bezogen ist oder auf die Bemalung, denn er hat die Figur oder was da auch immer drin ist, bemalen lassen. Und er meinte, sie sei halt momentan so heftig in der Familie eingespannt, dass sie gar keine richtige Zeit und Muße hatte, das so zu bemalen, wie er sich das vorgestellt hat. Und dazu meinte er noch, ich soll aber gnadenlos ehrlich dazu meine Meinung sagen, ne? Also wirklich, ich soll da kein Blatt vom Mund nehmen. Er möchte wirklich zu 100% wissen, was ich davon halte. Ja, ha. Kann ich das jetzt überhaupt? Weil A, man kennt sich jetzt schon eine gefühlte Ewigkeit von YouTube her. Und nicht nur von YouTube her, man kennt sich halt auch privat ein bisschen. Lange Gespräche etc. Und da ja die Verwandte anscheinend ein bisschen Stress hatte gerade, ja, da kann man eigentlich gar nicht so hart urteilen. Ich meine, alleine schon der Gedanke, Mopi hier ein Päckchen zu schicken, finde ich so total lieb. Da kann ich doch nichts Schlechtes sagen, Mann. Aber okay, ich versuche ehrlich zu sein. Ich versuche so ehrlich zu sein, wie es nur irgendwie geht. Aber dann hier hinterher auch nicht beschweren, ne? Also von dem her. Also ich muss aber auf jeden Fall schon runterfahren, denn wir haben es hier ja nicht mit einem Profi-Stück zu tun, sondern ja, Amateur, Hobby, Freizeit und was auch immer sich darin befindet, wir werden es uns jetzt anschauen. Ja, also gut, das hier müsste oben sein und dementsprechend werde ich das hier auch mal aufschneiden, ganz vorsichtig selbstverständlich. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unglaublich leicht das Ganze ist. So, hier ganz vorsichtig, nicht tief reinschneiden. Und ich bin, ja, die Spannung steigt auf jeden Fall, was er mir da reingepackt hat, der gute Micha. Also an dieser Stelle, egal was jetzt auch gleich kommt, vielen, vielen lieben Dank für deinen Gedanke. Und ich bin extrem gespannt, weil ich habe so einen 3D-Druck von der Figur echt noch nie in der Hand gehabt. Gesehen, ja, aber noch nicht in der Hand gehabt. So. Was ich sehe, ist gar nichts, nur Verpackung und ja, bisschen schwarz oder was oder wie? Auf jeden Fall schön verpackt. Jetzt nehme ich das hier mal raus. Okay, oha, da scheint also das Objekt der Begierde drin zu sein. Ich liebe es, hier platzen zu lassen. Achtung, oh, herrlich, oder? So, was haben wir hier drin? Ich muss mal vorsichtig raus. Aha. Hier ist was Rotes. Was ist das denn? Ja, das ist übrigens alles, ne? Kein Briefchen dabei und nix. Außer absolute Ehrlichkeit, die jetzt hier gleich folgen wird. Was hat er denn da? Nein, ich schmeiß mich weg. Hakenzahn, Leute, das ist Haki. Ja, wie geil ist das denn? Bitteschön. Okay, ja, das Ding ist aus Kunststoff, aus dem 3D-Drucker. Man sieht es an diesen Streifen hier. Aber ja, wie geil! Hakenzähnchen in Mini, liegend. Guckt mal hier die Füßchen an. Ja, Hammer, Hammer, Hammer. Gut, er hat gesagt, ich soll ehrlich bleiben ohne Ende. Und ich muss ja sagen, also okay, also ich finde es auf jeden Fall klasse gemacht, denn sie hat auf jeden Fall hier schön mit den Farben gespielt, ja. Also wir haben hier das Grundrot von Hakenzähnchen und alles wirkt ein bisschen schmutzig. Das wirkt wie so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob sie es drüber getupft hat oder mit dem Pinsel. Auf jeden Fall ist an für sich die Skulptur schon echt goldig geworden. Ich lach mich tot, guckt euch den Blick an.
Ja, wie geil. So, die Zähnchen hat sie hier weiß gemalt. Ja, der typische Unterbiss. Hier hat sie ein Zähnchen vergessen, ne, das hinterste. Das ist dunkel geworden. Und ja, ganz grob mit weiß drüber gemalt. Hier ist die Farbe auch ein bisschen ausgerissen. Ja, aber Gott, okay, ich meine, es ist keine Profiarbeit. Ja, hier, also das weiß, ihr seht schon, die Zähnchen sind nicht ganz bemalt. Hätte man noch ein bisschen feiner oder deutlicher machen können. Und dann hier unten haben wir so, ja, ein Ocker. Oh, nee, komm, ich sag mal, ein ganz, ganz helles Braun. Ist kein Ocker, ist ein ganz helles Braun. Und wenn hier ab und zu so kleine Fäden hängen, dann kommt es tatsächlich vom 3D-Drucker, von dem dünnen Kunststoff. Weil ihr müsst euch überlegen, wenn das Ding hier fertig gedruckt ist, müsst ihr dann hier und da noch teilweise Stellen abschleifen, abfeilen, abschneiden, wie auch immer. Und da können solche kleinen, feinen Fäden einfach entstehen. So, also wir haben hier so ein Braun, das hat sie hier übers Kinn gemalt. Ist auch ein bisschen in die Zähne reingekommen, auch auf die Haut hier oben. Also nicht ganz so sauber. Aber ich darf dir sagen, ganz ehrlich, es gibt teilweise Originalfiguren von Herstellern wie Spin Master und Co. Auch da ist die Bemalung teilweise echt ein bisschen schludrig geworden. Ne? Das muss man hier fairerweise dazu sagen. Und wir haben es hier ja mit einem ganz einfachen Stück zu tun. Gut, also die Unterseite dürfen wir uns gar nicht angucken. Die ist komplett verkleckst. Aber die Form ist echt goldig, ne? Der Kopf hier, die Flügelchen seitlich, die Füße nach hinten, das, die Unterseite ist ja egal, man sieht es ja nicht. So, dann hat sie hier die Krallen schwarz bemalt, stimmt, sind zwei Krallen. Dann hier geht es in die Flügelchen über. Also dieses gebürstete oder getupfte hier finde ich gut. Man könnte hier auch Dark Wash dazu sagen. Also das finde ich nett. Man sieht hier halt so die typischen Lagen von dem 3D-Drucker. Es wird ja von unten nach oben aufgebaut. Man sieht also diese Streifen hier, teilweise ein bisschen tiefer, teilweise ein bisschen erhöht. Aber was die Farbe angeht, das ist absolut okay, das kann man angucken. Ja, und wir haben es hier ja bei Hakenzahn mit einem Feuerdrachen zu tun und dass der ab und zu mal ein bisschen rosig aussieht, also da kann man auch nichts sagen. Ich muss lachen, weil die Skulptur an für sich finde ich geil. Klasse. Also, ich bin von den Füßchen mega begeistert. Die willst du eigentlich nur kitzeln, ne? Also, die sind total knuffig, bisschen speckig das Ganze. Die Krallen hat sie hier schwarz bemalt, die Fersen bisschen dunkler. Das, ja, ist das gleiche helle Braun wie hier vorne, hat sie auch noch ein bisschen schwarz gemacht. Beziehungsweise so ganz leicht gerußt, sage ich jetzt mal. Hier auch die Schuppen ein bisschen unterteilt zu sehen. Und sie hat hier auch einen sauberen Abschluss gemacht, geht hier ringsum. Also sieht so aus, als ob er gerade irgendwie ein Schlammbad genommen hätte, ne? Oder mal kurz in Vulkan reingestürzt, damit die ganzen Läuse, die Parasiten von der Haut runterbrennt. Und so sieht's aus, wenn ein Drache da aus dem Vulkanbad raussteigt, ne? Auch hier die Flügelrippen ein bisschen zu sehen. Und ja, dann hier auch die zwei Reihen Stacheln auf dem Rücken, beziehungsweise sind ja so Flammenstacheln. Da hat sie die Spitzen auch ein bisschen schwarz gemacht, angerost. Dann geht es hier hinten weiter. Hier haben wir ein bisschen Farbabrieb dran hier oben. Da sieht man das Weiß etwas durchblitzen. Ja, und dann natürlich die Hörnchen auf dem Kopf. Die sind ganz einfach geworden. Auch hier haben wir leider Gottes einen kleinen Farbabplatzer drauf. Und hier sieht man auch wieder schön diese Schichten, wie das hier aufgetragen wurde. Also die Farbe ist vielleicht nicht ganz optimal, hält hier und da nicht unbedingt gut, aber das ist vielleicht auch dem Kunststoff geschuldet. Ist natürlich auch eine Frage, was für eine Farbe das ist. Also fühlt sich irgendwie auf jeden Fall an wie eine Farbe, die auf Wasser basiert, also keine Ölfarbe, oder? Micha, schreib es mir gerne in die Kommentare oder schickt mir einfach eine Nachricht. Ja, die Augen hat sie gelb gemacht und auch nicht einfach rund, die Pupillen, sondern so ein bisschen spitzig angedeutet. Hat auch noch eine Outline drumherum gemalt in schwarz. Ja, komm, das ist schon okay. Also ganz ehrlich, ich habe von Originalherstellern auch schon Geschichten gesehen, die nicht zu 100% waren. Klaro könnte man das alles noch besser machen, aber mein Gott, das ist das erste Ding, das ist ein Versuch und das ist doch klasse. Freue ich mich drüber. Also das ist auf jeden Fall mega goldig. Sowas hebt man auf, weil es einfach süß ist. Das Ding ist klasse. Ich finde die Pose klasse, die Bemalung, sie hat es doch absolut getroffen. Da gibt es für mich gar nichts zu meckern.
Also ich finde den goldig. Also Micha, ohne Scheiß, da freut man sich auch noch über die anderen Drachen, ne? Es ist jetzt nicht zu 100% Hakenzahn, aber ich sage ja, in dem Moment, wo du halt sagst, klaro, das ist ein Haki-Baby oder halt ein riesenhaftes Albtraum-Baby, dann geht es schon wieder durch, ne? So, bin ich jetzt durchs Anfassen an die Farbe, hat sich das jetzt da gelöst oder fällt mir das jetzt erst auf, diese helle Stelle an dem Hörnchen, wo übrigens auch in Schwarz ausläuft? Ich weiß gar nicht, also ich fasse es ganz vorsichtig an. Nö, Finger sind sauber, nichts hängen geblieben. Ja, ich denke mal, dass die Farbe einfach nicht optimal war, das hier anzumalen. Ne? Da müsste man echt vielleicht eine Ölfarbe nehmen. Und ja, ich weiß nicht. Übrigens, das Auge sieht aus, als ob es mit einem Edding drauf gemalt worden wäre. Kann ich mich jetzt aber täuschen, aber das Schwarz hier glänzt einfach anders als der Rest von dem Schwarz. Ne? Aber trotzdem, Props an deine Verwandte, dass sie das so nett angemalt hat. Ja, mit diesem schmutzigen, dunklen Überzug drüber. Also die Füße, ich schmeiß mich weg. Also das Ding ist klasse. Ich finde es absolut goldig. Also ich kann da nicht schimpfen oder was Böses sagen oder sonst was. Das Ding ist goldig. Es sieht sehr laienhaft aus, ja. Aber was habe ich denn anderes erwartet? Gar nichts, ne? Und dafür muss ich sagen, ist das Ding klasse geworden. Das ist so gut geworden, dass ich das jetzt noch in 360 Grad drehen lasse. Dann könnt ihr es euch nochmal ohne meine Finger angucken. Das Ding ist super. Wen es interessiert, der kleine Kerl hier, der riesenhafte Albtraum. Das ist so geil. Hat hier eine Höhe von so, ja, 6,5 cm, 7 sind es nicht unbedingt, und eine Länge von gut 13 cm. Breite, sollen wir auch noch messen? Ja, circa 7,5 cm. Also ich finde den total putzig. Klasse. Also vielen lieben Dank, ganz viele Grüße an dich, lieber Micha. Und vor allem auch an deine Verwandte. Ich finde, das hat sie doch goldig gemacht. Auch wenn sie da jetzt wenig Zeit dafür hatte. Sie hat es auf jeden Fall getroffen. Man sieht es auf den ersten Blick. Caro, riesenhafter Albtraumbaby, Hakenzahn in jungen Jährchen. Nicht ganz getroffen, was die einzelnen Details angeht. Ja, gerade die Hörnchen, die Flammenstacheln über den Rücken, Schwänzchen und so weiter. Ne? Das läuft normalerweise auch ein bisschen anders aus. Aber okay. Komm, das Ding sieht klasse aus, egal von welcher Seite man sich das anguckt. Ich freue mich total. Also da habt ihr mir wirklich eine Freude gemacht. Super. Sowas kriegt auf jeden Fall seinen Platz in der Fanecke. Und ja, da kann man schon nicht mehr von Fanecke schreiben. Das ist schon eigentlich ein Raum, der gefüllt wird von den ganzen Sachen, die ich schon alles bekommen habe. Großartig. Also ich freue mich total drüber. Wirklich. Also da habt ihr mir echt eine Freude gemacht. Schön. Ich würde es nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Ne? Dafür kennt ihr mich. Und er hatte gesagt, ich soll gnadenlos ehrlich sein. Und ich kann da gar nichts anderes zu sagen. Also ich finde ihn total putzig. Und ich glaube, das empfinden viele andere, die hier zuschauen, genauso. Also, vielen lieben Dank. Ich lasse ihn jetzt noch hier in 360 Grad drehen. Ich muss jetzt noch lachen. Die Füße machen mich komplett fertig, ehrlich. Wie krass. Gut, Leutchen, ich bedanke mich bei euch allen fürs Reinschauen. Ganz viele liebe Grüßchen an alle Abonnenten und alle, die hier reingucken. Nochmal extra Grüßchen, komme Herzele, an dich, Micha, und deine Verwandte. Toll gemacht. Freue ich mich tierisch drüber. Was ein tolles kleines Päckchen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, tschüsschen. Euer Rupi. Yay. We'll be right back.